So, die Aufnahme ist auch an und damit, hi Freunde. Ja, Leverkusen hat nach 51 Games das erste Spiel mal wieder verloren. 3 zu 0 gegen Atalanta Bergamo im Europa League Finale und ich glaube, es ist an der Zeit, mal ein bisschen darüber zu quatschen. Ihr seid natürlich mal herzlich wieder dazu eingeladen, eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare zu schreiben. Bitte geht respektvoll miteinander um, gerade wenn ihr euch auf andere Kommentare und Meinungen bezieht. Das wäre super lieb und dann würde ich mal sagen, let's talk about the game. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt nochmal eine Stunde Zeit gelassen, um erstmal die Emotionen so ein bisschen runterfahren zu lassen. Ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Also man wird jetzt hier keinen Rage-Talk oder irgendwas sehen. Ja, versuchen wir mal nüchtern an die Sache ranzugehen. Also Atalanta, dass man die nicht unterschätzen darf, war von vornherein klar. Also wer so krass dominant auch mit in das Finale marschiert, der steht da auch vollkommen verdient, ne? Also auch was die in der Liga zeigen, diese Saison ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, ne? Trotzdem muss man sagen, Leverkusen hatte die Favoritenrolle und wenn es nur so ein 60-40-Verhältnis von der Wahrscheinlichkeit her war, Leverkusen ist da als Favorit reingegangen. Ich glaube, das muss man schon sagen. Ich habe schon mitbekommen, dass der eine oder andere die Aufstellung ein bisschen fragwürdig fand bei Leverkusen. Um da kurz drauf einzugehen, fand ich persönlich nicht. Also, ich hätte es auch besser gefunden, hätte er mit Patrick Schick oder mit Boniface gleich von Beginn an gespielt, der gute Alonso. Aber ganz ehrlich, so wie sie aufgestellt haben von Beginn an, das ist nicht das erste Mal gewesen in der Saison, dass man diese Formation gewählt hat mit eventuell 4, 5, teilweise sogar 6 Verteidigern, wenn du Grimaldo Frimpong als nominellen Verteidiger zählst, auch wenn Grimaldo oder eben Frimpong offensiver gespielt haben, als man es ihnen vielleicht zutraut. Also Frimpong ist da ja teilweise wirklich als Stürmer rumgerannt. Das ist so ein Punkt, den ich nie verstanden habe. Vielleicht war es eine individuelle Anweisung, vielleicht war das einfach Frimpongs Wille, keine Ahnung. Nee, also an der Aufstellung hat mich jetzt persönlich nichts gestört. Auch das Kovac wird er ja, glaube ich, ausgesprochen, dass er im Tor war. Das ist ja Europa League, ist ja sein Wettbewerb. Ne? Das ist ja die ganze Zeit schon so gehandhabt worden, dass Radetzky DFB-Pokal hält und Bundesliga und Kovac daneben in der Euroleague. Sorry about that, also schon spät, deswegen sorry, wenn der ein oder andere Gedankenfehler hier drin ist. Kovac ist natürlich auch DFB-Pokal der Keeper. Ja, keine Ahnung, warum ich da gerade auf Radetzky kam. Ich glaube einfach nur wegen letzter Saison, keine Ahnung. Das Spiel hat ja auch wirklich krass angefangen, ne? Also, holla die Waldfee hat Atalanta Druck gemacht. Und das wurde ja von vornherein gesagt. Also, Atalanta ist ja dafür bekannt, dass sie ein hohes Pressing spielen, dass sie den Leuten hinterher rennen, bis sie irgendwas treffen. Und wenn es kein Ball ist, dann ist es der Mitspieler. Irgendwas treffen sie. Und ich finde, das hat man von der ersten Sekunde an gesehen und man hat auch sofort gemerkt, dass Leverkusen da gar nicht drauf klarkam. Also sie kennen die Situation ja aus Spielen beispielsweise gegen Stuttgart, die ja auch hochgepresst haben und versucht haben, Leverkusen den Ball so schnell wie möglich abzunehmen oder sie am besten zu Fehlern zu zwingen. Jetzt muss man aber sagen, bei Spielen eben wie Stuttgart hat Leverkusen das super hinten rausgelöst. Ne? Immer mal wieder mit einfachen Doppelpässen, einen Seitenwechsel, irgendwas ist ihnen eingefallen. Und was mir sofort aufgefallen ist jetzt in dem Finale, die haben ja jedes Ding einfach nur hoch, also die haben es ja wirklich einfach nur hoch und lang geschmettert, den Ball. Nicht in jedem Falle, ne, aber in den meisten, wenn sie gerade von zwei Leuten attackiert wurden, sah das schon so aus, als hätten sie keine andere Option, als den Ball einfach nur ins Aus zu kloppen, ins Seitenaus oder eben lang vorzupullen. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, die wollten irgendwie den Keeper nicht anspielen. Keine Ahnung. Jonathan Tah war der Einzige, der den Keeper mal mitgenommen hat. Das hat sich dann hinten raus auch gebessert. Das ist nur so eine kleine Anekdote, die mir persönlich aufgefallen ist. Es hat sich dann halt doch schon der ein oder andere Fehler eingeschlichen. Also sei es jetzt ein schlechter Kopfball, sei es jetzt ein Fehlpass. Also Granit Xhaka hat erschreckend viele Fehlpässe gespielt. Vielleicht waren es nur drei und das fühlt sich für mich viel schlimmer an. Vielleicht waren es nicht mal drei, keine Ahnung. Aber da waren ein paar Dinger dabei, auch von Tabsoba, wo ich mir gedacht habe, Bro, du hast eine Passquote von 99% über die Saison hinweg. Also, so gefühlt, ne? Dass es nicht stimmt, ist mir auch bewusst. Aber es wirkte immer so. Und diese krassen Fehler, die ja wirklich obvious waren. Also, das waren ja jetzt auch keine Dinger, wo du sagst, okay, da hat der Mitspieler mal einen Schritt zu spät reagiert oder so. Das waren ja richtig krasse Fehler. Oder Fehlpässe, die dann wirklich mal 3 bis 5 Meter am Gegenspieler vorbeigingen. Oder irgendwelche dummen Missverständnisse. Also war sehr viel Unsicherheit dabei. Ne? Deswegen das Tor gleich in der 12. von Lookman.
überhaupt nicht verwundernswert. Das ist vollkommen verdient gefallen. Und wenn man sich das Tor auch nochmal anschaut, also ich finde, dass das Tor fällt, ist nicht schlimm. Weil Leverkusen kann das Comeback. Leverkusen weiß, mit der Situation umzugehen. Und Atalanta hat es sich aber auch reglich erarbeitet in den ersten 10 Minuten, was sie da gerannt sind. Aber die Art und Weise, wie es fällt, finde ich sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob Palacios den guten Lookman da hinten im Rücken gar nicht auf dem Schirm hatte, ob es ihm keiner gesagt hat, ich weiß es nicht. Aber wie Palacios dort steht und gar nicht diesen Willen hat, ich gehe den Ball entgegen, obwohl der da durchflutscht. Der war sich ja so krass sicher, dass da kein Gegenspieler um ihn herum ist. Das ist irre. Also, keine Ahnung. Ich würde jetzt behaupten, den Clip sehen wir in den nächsten hier Connection Lost, weiß ich nicht, Fail Compilations vom Fußball. Es ist dann ja auch nach dem 1:0 nicht besser geworden. Also Leverkusen hat ja versucht, da irgendwie ein Spiel zu finden, ne? Aber was dann auch schnell klar geworden ist, dass sie überhaupt nicht dieses typische Spiel aufziehen konnten, war so mein Gedanke. Also Atalanta, nicht falsch verstehen, hat das echt gut wegverteidigt. Das Pressing 1A, da kannst du nicht meckern. Und die sind ja auch wirklich im Dauersprint gewesen, zumindest so das Mittelfeld und der Angriff. Die einzige Option von Leverkusen war entweder ein hoher Ball nach vorne oder wirklich flach das Ding einfach mal scharf irgendwo auf die Stürmerpositionen. Dann kam da ein Frimpong entgegen oder ein Wirtz, auch ein Wirtz, fand ich nicht gut. Die haben versucht, den Körper reinzustellen, da irgendwie eine Drehung reinzubringen, prallen zu lassen, irgendwas, ne? Sie haben es ja versucht, aber es ging ja gar nicht. Atalanta stand denen so dolle auf den Füßen, dass du kannst nichts machen. Die haben das echt gut wegverteidigt, die erste halbe Stunde. Und das 2-0, also brauchst du auch nicht drüber reden. Ne? Ich glaube, ich gucke nochmal fix nach. Ja, das 2-0, ich sehe es gerade nochmal. Es ist halt auch wieder ein langer Ball, weil Kovac gar keine andere Möglichkeit hat. Er könnte wieder auf die Außenverteidigerposition spielen, klar. Aber dann hast du halt wieder schnell die Bedrängnis irgendwo an der eigenen Eckfahne. Ne? Also war halt einfach eine schlechte Ausgangslage, gerade für Leverkusen, das Ding eventuell wieder hinten rauszuspielen. Dann ist es ein ganz miserabler Kopfball, finde ich, von Adli. Keine Ahnung, ob man das nicht anders lösen kann. Und was Lookman dann daraus macht, ist halt einfach stark. Ne? Ich habe zu meinem Vater gesagt, wir müssen auf Tabsoba aufpassen, weil Tabsoba hat 5-6 Mal immer wieder den gleichen Move gemacht. Den Ball angehalten, zurückgezogen, andere Seite und am Gegenspieler vorbei. Das hat er 5-6 Mal gemacht. Ich habe dann zu ihm gemeint, wenn er das einmal vergeigt, fällt ein Gegentor. Irgendwann merkt sich der Gegenspieler das. So. Und dann ist es einfach genau andersrum gekommen. Lookman macht permanent einen Übersteiger und geht dann rechts vorbei. Hat er die ganze Zeit gemacht. Und er macht das verdammt gut, muss man ihm lassen. Also, ja, Respekt. Aber genau so ist das zweite Tor eingefallen. Da waren zwar erst 26 Minuten gespielt, aber du musst dich trotzdem drauf einstellen. Ne? Er ist dann halt rechts vorbeigegangen, Traumtor meiner Meinung nach und rechts rein, Kovac wieder ohne Chance. Also Kovac kannst du da an keinem Tor wirklich die Schuld geben. Also was heißt wirklich nicht, also er hat halt keine Schuld dran. So, da wurde halt einfach irgendwo im Stich gelassen von den Vorderleuten, finde ich. Vor der Halbzeit habe ich dann ehrlich so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir noch ein 2-1 machen. Also es sah dann phasenweise besser aus. Es gab dann die ein oder andere Bemühung. Gerade die zwei Chipperbälle, einmal auf Wirtz, einmal auf Grimaldo, sind Dinger. In jedem anderen Spiel in der Saison hätten sie mindestens mal einen Torschuss draus gemacht. Hier nichts. Na, das eine Ding von Grimaldo, dass er da zum Lupfer ansetzt mit dem linken Fuß, mit seinem starken. Vollkommen richtige Idee. Hätte ich genauso gemacht. Erstmal alles richtig. Dass er ihn so scheiße trifft, ist halt dann aber auch wieder Bände sprechen für die ersten, keine Ahnung, 35 Minuten, die da gespielt waren. Ne? Also, das ist der beste Linksfuß der kompletten Bundesliga. Und dann hat er im Finale so ein Ding auf den Latschen und kriegt den nicht mal irgendwie auf Kopfhöhe vom Torwart oder so, wo du sagen kannst, okay, vielleicht flutscht er ja blöd durch oder so. Und auch der Chipper auf Wirtz war ja sehr unglücklich. Ich glaube, er wollte ihn mit der Brust nochmal so runternehmen, gleich, also Ballmitnahme. Torwart kommt raus, aber Wirtz erwischt ihn nicht so richtig. Da frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, den einfach mit Oberschenkel, Fuß oder so runterzunehmen oder eventuell gleich über Volley zu schießen, wenn er es sich zutraut. Aber egal, er hat ihn halt nicht erwischt. Ball kommt einmal auf, Rasen ist nass, wird deswegen schneller, als Wirtz überhaupt gedenken kann zu rennen. Und dann fängt ihn halt der Torwart. Ne? Nächste Chance, nächste große Chance, wieder verpufft, ohne Torschuss. So. Und auch das Ding von Grimaldo, ich zähle das nicht als Torschuss. War gefühlt ein Rückpass zum Torwart, wenn man mal das Ganze ganz böse ausdrücken möchte.
Dann ging es halt mit dem 2-0 in die Halbzeit. Ne? Und was Atalanta auch schon permanent gemacht hat, mal von diesem hohen Pressing und wirklich engem Stellungsspiel abgesehen, sie haben gefoult. Sie haben extrem oft gefoult und immer ekelhafte Foulspieler. Irgendwann habe ich mir mal gedacht, Schiri, Bro, das ist derselbe Spieler, der jetzt 3-4 Mal so ein ekelhaftes Ding macht, immer an der Grenze zum Taktischen. Gib gelb, gib 1-2 Gelbe, verteil die und es ist ein ganz anderes Spiel. Jetzt im Nachhinein, eine Stunde nach Abpfiff, muss ich ehrlich sagen, scheißegal, ob der Schiri da eine Gelbe gegeben hätte oder nicht. Oder 3 Gelbe, 5 Gelbe, ist völlig egal, es hätte das Spiel nicht verändert. Weil Atalanta genau darauf gepult war, das hat Gasparini super angestellt, dass er da seine Mannschaft so, wie soll ich sagen, drauf gepult hat, wirklich Leverkusen den Spielspaß zu nehmen. Also das ist ja auch wirklich die Kernessenz von Atalantas Spiel gewesen. Lass die nicht den Ball spielen und wenn sie den Ball haben, bei Gott, nimm ihnen den Ball. Ich habe es vorhin am Anfang mal gesagt, die sind dir hinterhergerannt und die haben immer irgendwas getroffen. Entweder war es der Ball oder dein Fuß oder er hat dich am Trikot gezogen, er hat dir die Schulter gepackt und dich runtergedrückt. Irgendwas war immer. Und das ist ekelhaft, das ist kein schöner Fußball. Aber du gewinnst in so einem Finale nicht immer mit schönem Fußball. Guckt euch José Mourinho an, wie der seine Titel holt. Gerade internationale eben, ne? Das ist halt einfach, weiß ich nicht, blöde Formulierung. Es ist halt einfach Meta in so einem Finale, ne? Leverkusen kann noch so einen schönen Fußball spielen, wenn du so einen Gegner hast, der das vor allen Dingen noch beinahe schon perfektioniert hat, sodass er nicht mal großartig gelbe Karten dafür bekommt, also ich glaube 3-mal gelb hat der Atalanta am Ende, vielleicht 4-mal, I don't know, dann haben die das saustark runtergespielt. Es ging ja auch in der zweiten Halbzeit genauso weiter, ne? Also Atalanta hat wieder extrem explosiv angefangen, früh die Leute zugestellt, immer wieder ein kleines taktisches Foul, Leverkusen konnte nicht ins Spiel reinkommen, es waren bessere Ansätze dabei nach vorne, fand ich, als in der ersten Halbzeit noch, aber am Ende kommt halt auch keine große Torchance bei rum. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der eine Fehlschuss von Frimpong war in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das war nicht mehr in der ersten. Na, scharfe Hereingabe von, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Grimaldo war es einfach. Oder, nee, Adli war es. Torwart, ja, wie soll ich sagen, hechtet ihn weg in Richtung Elfmeterpunkt und Frimpong zieht Volley mit links drauf. So ist der schwache Linke, überraschende Situation, dass er ihn drüber haut, ist nicht schlimm. So, und die erste richtige Torchance, also ein Torschuss, kam dann irgendwann aus 16 Metern mal von Florian Wirtz in der 70., 75. So, und das sagt halt ganz viel über das Spiel aus. Dass egal, wie Leverkusen sich zurückgekämpft hat, was sie versucht haben, dann auch mit den Wechseln, ne? Boniface kam dann rein, fand ich, hat auch direkt einen gewissen Impact mitgebracht, weil der mal einen Ball annehmen konnte. Der hat den mal da vorne festgemacht. Scheiße, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Ach ja, egal, wie sie es halt da vorne gemacht haben. Mit einer Flanke, mit einem scharfen Ball, Distanzschuss. Es kam halt nichts aufs Tor. Dann wirklich erst mit dem harmlosen Schuss dann doch von Flori Wirtz irgendwann ab der 70. Wenn ich gerade mal bei den Wechseln bin, also ich finde die Wechsel alle okay. Ich hätte den einen oder anderen deutlich früher gebracht, muss ich sagen. So ein Robert Andrich hätte ich schon längst rein für Palacios. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob man nicht Xhaka runternimmt. Dann habe ich überlegt, Bro, das ist Granit Xhaka. Halt's Maul, der spielt durch. Egal, was da kommt. So, ja, nee. Was mir sowieso aufgefallen ist, gerade bei den Spielern, die dann auch runter sind, es hatte heute, das hat sich aber durch die komplette Mannschaft durchgezogen, es hat sich heute ein bisschen komisch angefühlt, wer die Leverkusener einen Ball angenommen haben. Also, ich weiß nicht, ob das nur die Kameraperspektive auf RTL war oder ob das meine subjektive Wahrnehmung war. Es hat sich angefühlt, als könnten die den Ball alle nicht annehmen. Vielleicht war es zu nass, es ging ein bisschen Wind, es war der Druck, Nervosität, keine Ahnung. Aber der Ball ist ja jedes Mal 3 Meter weggesprungen. Entweder er ist wirklich 3 Meter weggesprungen oder halt irgendwie nochmal auf Brusthöhe hochgesprungen. Das sind keine gescheiten Ballannahmen. Und das klingt jetzt so, als wenn ich die Spieler da irgendwie großartig runtermachen würde oder ihnen die Qualität abspreche. Das haben die 40, 50, ja, 51 Spieler vorher super gemacht. Da hat das nahezu immer funktioniert, außer halt bei 2, 3, die du dann auswechseln konntest, immer mal in den Spielen. Aber heute ging da echt gar nichts. Also die Pässe haben nicht funktioniert, das Aufbauspiel hat nicht funktioniert, die Zweikämpfe waren ja auch echt desaströs, muss man sagen. Und auch vorne im Angriff,
kann man es nicht anders sagen. Es war kein typisches Leverkusen-Spiel. Normalerweise hast du immer diese Überzahlsituation auf Außen. So mit drei Leuten. Grimaldo, Wirtz, hast einen Stanisic noch irgendwie mit dabei. So eine Konstellation. Ein Xhaka noch im Rückraum. Und dann gehen die da ins 1 gegen 1 auf engem Raum mit Doppelpässen, Hacke, hier, da, tralala. Hattest du gar keine Chance. Warum? Weil die Bälle nicht durchgekommen sind, die Leute nicht zwingend nachgerückt sind, hatte ich das Gefühl. Also ich fand die Zuordnung vorne drin im Sturm teilweise sehr interessant. Ne? Vorhin schon mal angesprochen, Frimpong in der ersten Halbzeit einfach mal Stürmer gewesen. Keine Ahnung, wie das kam. Mann, ich weiß es doch auch nicht. Und dann hat das Atalanta zu guter Letzt auch einfach sau stark verteidigt. Du kannst Atalanta hier nicht kritisieren. Du kannst sagen, es war ein Scheißfußball. Das war ein richtig hässlicher Fußball. Aber meine Fresse, es ist Atalanta Bergamo. Es ist eine italienische Mannschaft. Und wer den italienischen Fußball verfolgt, und ja, da werden wir die einen oder anderen wieder widersprechen wollen, aber ich finde, das ist typisch italienischer Fußball. Der sah noch nie, zumindest während meiner Lebenszeit, sah der schön aus. Ich kenne den nur so. Richtig schön dreckig und dann irgendwie über den Körper kommen und vorne die Dinger verwerten. Das ist für mich italienischer Fußball. Und Atalanta hat das heute einfach saustark auch genauso ausgespielt. Dass Lookman dann noch in der 75. das 3-0 macht, Bro. Mein Vater, wirklich. Wir verlieren da den Ball, der Gegenangriff läuft. Mein Vater sagt doch so an der Mittellinie, da kam der Ball gerade von zu Scamacca, wie heißt der Kollege? Scamacca, ja, so heißt er. Kam der Ball davor, da sagt mein Vater sogar noch, pass mal auf, der spielt ihn jetzt links raus, dann macht das 3-0. Er spielt ihn links raus. Tabsoba und Co. alle zu weit weg, meiner Meinung nach. Bin kein Verteidiger, ich bin schon lange kein Profi. Für mich sah es einfach nur aus der Kameraperspektive so aus, als wenn die schon alle ein bisschen sehr weit weg stehen würden von dem Gegenspieler. Was macht Lookman? Macht wieder eine Körpertäuschung, geht vorbei an Tabsoba und dann haut er sogar mit links. Der hat die anderen beiden Tore ja mit rechts gemacht. Jetzt haut er den mit links dort so brutal in den Knick. Ich hab gedacht, weiß ich nicht, Kovac hat einen Handschuh verloren oder so. Das war ja eine Rakete sondergleichen. Lookman mit einem Hattrick im Europa League Finale. Also da wirklich Props gehen raus. Lookman, ey, weiß nicht. Hat halt mal bei Leipzig gespielt, glaube ich, ne? Ich glaube, daran liegt's. Hat so viel Red Bull Intus gehabt und sich von Leverkusen noch die ein oder andere Pille ausgeliehen vor dem Game. Johannes hat mich einfach nach dem Game nochmal kurz angeschrieben, hat so gemeint, hier von wegen, dass da irgendeine Lieferung bei Leverkusen wahrscheinlich nicht geklappt hat, deswegen sind die Spieler heute nicht so gut drauf, ne? Fehlt halt einfach das nötige Medikament. Ich glaube einfach, Atalanta hat da irgendwas zu sich genommen, von dem Leverkusen träumt, dass die es herstellen und verkaufen können. Keine Ahnung, oder nicht Leverkusen, Bayer eher gesagt. Ich möchte auch nochmal kurz über diesen Ederson reden bei Atalanta. Einfach nur mal kurz ein, zwei Worte. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, wer es ist, aber bei Gott, er ist einfach krass. Er ist total krass, ich weiß nicht, wer er ist, aber der hat so ein krasses Spiel gemacht. Und du kannst dich nur verneigen vor der Mannschaft Atalanta heute Abend. Am Ende sagst du dir halt, es ist eine saucoole Serie gewesen, 51 Spiele ungeschlagen, warst im Euroleague-Finale, du hast die Bundesliga geholt, ungeschlagen als erste Mannschaft überhaupt in der Geschichte und verlierst halt so ein Ding. Ne? Deine erste Niederlage nach 51 Games ist ausgerechnet das Euroleague-Finale. Nichtsdestotrotz musst du einfach klipp und klar sagen, es ist eine hochverdiente Niederlage, Atalanta hat das Ding zu Recht gewonnen und am Ende war es halt ein schöner Fußballabend. Mit dem falschen Gewinner aus meiner Sicht. So, das ist, glaube ich, mein Schlusswort. Mir hat am Ende auch, ich habe gerade nochmal die Interviews gesehen, mir hat es gefallen, wie die gesprochen haben, ganz ehrlich. So, die haben alle das Gleiche gesagt. Ja, es war halt ein gottlos schlechtes Spiel von uns, war echt kacke. Atalanta hat saustark gespielt, wir wussten nicht so richtig, was wir machen, beziehungsweise es hat nicht funktioniert. Die haben hochverdient gewonnen und jetzt steht halt das DFB-Pokalfinale gegen Lautern an. Zwischenzeitlich, ich glaube beim 3-0 war das, habe ich echt Panik geschoben, weil ich Angst vor Marlon Ritter habe. Also ich finde, dieser Ederson in Kombination von Lookman ist bei mir im Kopf jetzt Marlon Ritter in einer Person. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem. Keine Ahnung, woher es kommt. Vielleicht lacht ihr mich alle aus. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sitzen wir Sonntag, Samstag hier und Lautern hat auch noch den DFB-Pokal gewonnen. Keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht. Wenn die das Ding verlieren sollten, Leverkusen, ne, dann ist es halt echt peinlich. Überleg dir mal, du bist die erste Invisible
Mannschaft der Bundesliga, hast 51 Pflichtspiele am Stück nicht verloren und gehst aus der Saison mit einem Titel raus. Oh mein Gott. Nee, darf gar nicht passieren. Ich darf mich da nicht dran. Ich darf da gar nicht dran denken. Wenn es das nationale Double wird, ey, ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der sich da beschwert. Vielleicht mit gut Glück holen sie dann sogar noch den Supercup und dann ist doch auch finito. Ich hätte mir nur sehr gewünscht, einen Supercup zwischen Euroleague-Sieger Leverkusen und Champions League-Sieger. Keine Ahnung, Dortmund Real. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Toni Kroos beendet Karriere, Marco Reus beendet Karriere. Reus soll die Champions League gewinnen, Toni Kroos die EM, dann bin ich fein. Bin ich total fein. Dann ist das trotzdem 10 von 10 Fußball. Ja, ist es auch so bisher. Sagen wir 9,5 aus Leverkusener Sicht. Und dann schauen wir halt mal, ne? Schreibt gerne auch mal euren Tipp für das DFB-Pokalfinale unten in die Kommentare. Ich tipp gar nicht mehr. Ohne Witz, ich war die ganze Zeit so siegessicher, dass Leverkusen das irgendwie nach Hause bringt. Dann hat sich so der ein oder andere Zweifel eingeschlichen. Ja, sagen wir es nicht Zweifel, der ein oder andere Gedanke. Ja, man könnte ja auch verlieren. So, die Wahrscheinlichkeit besteht ja ganz gleich, wer da im Finale steht als Gegner. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, einfach auf mich zukommen lassen. Ich vertraue Xabi Alonso. Ich vertraue denen seine Aufstellung und ich vertraue jedem einzelnen verfluchten Spieler in dieser Mannschaft, weil die 51 Spiele am Stück bewiesen haben, warum die hier das nationale Double holen können und warum es mehr als verdient wäre. Und dann mal gucken, was Kaiserslautern zeigen lässt, ne? Bin auch sehr gespannt, wie da so, wo da die Tendenz hingeht, für wen die Leute mehr sind für Leverkusen, was ja für die Bundesliga einfach besser wäre, oder dann doch eher mehr für Kaiserslautern. Ich verstehe beide Seiten vollkommen. Also ich glaube, wenn Kaiserslautern den DFB-Pokal gewinnt, dann sind die Leverkusen-Fans, ich übrigens eingeschlossen, sind dann die einzigen, die sich auch großartig aufregen. Ja, und ich glaube, wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt, werden die Leute sich halt denken, ja, war halt Favoritenrolle, die haben sie erfüllt und gut ist. So. Ja, keine Ahnung, ich muss den Talk jetzt irgendwie beenden. Geht schon wieder viel zu lang. In dem Sinne, freuen wir uns mal auf Samstag. Sonntag bin ich dann in der Bayer Arena zur Meisterfeier. Hoffentlich mit dem Double. Und dann, ja, euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.